herzlich willkommen zu einer neuen Folge Way of the Hunter. Ja, genau. Ich habe nämlich in letzter Zeit so ein bisschen in meiner Community nachgefragt, im Discord und auch auf YouTube, was seht ihr denn zurzeit bei mir am liebsten? Also auf YouTube habe ich dazu so einen Community-Beitrag gemacht und auf YouTube war zum Beispiel das Resultat davon, dass alle, die drunter kommentiert haben, glaube ich 10 Stück oder so, keine Ahnung, geschrieben haben, Call of the Wild, bitte mehr Call of the Wild. Aus dem Grund habe ich mich jetzt dazu entschieden, weil ich natürlich dieses Spiel hier auch nicht aufgeben möchte, so einen gewissen, ja, so einen Flow reinzubringen, 2:1, ne? Also 2 Videos Call of the Wild, zu einem Video Way of the Hunter. Übrigens, diese Abstimmung, die läuft immer noch. Also falls ihr jetzt erst davon mitbekommt, schaut auch auf meinen Community-Beiträgen auf YouTube vorbei und stimmt da ab, indem ihr unter dem Beitrag kommentiert, was ihr gern bei mir, was ihr lieber seht. Ne? Vergesst das Abo auf YouTube nicht, vergesst den Follow auf Twitch nicht, der Link ist in der Videobeschreibung. Und damit geht's auch schon los in eine ganz neue Runde Way of the Hunter. Let's go! Boah, ey, nervt das. Der Typ, also wir haben seit ein, zwei Monaten haben wir wieder Nachbarn oben drüber. Das ist ganz gut für den Winter und für Gaskrise und sowas, ne? Dass wir halt von unten und von oben beheizt werden hier. Allerdings hat der seine Waschmaschine genau in dem Raum über mir gerade oder so, keine Ahnung. Und die Vibrationen übertragen sich auf die Tür und die Tür knackst dann so. Ich glaube, ihr hört das nicht. Bei dynamisches Mikrofon und so, aber ich höre das. Mir geht's auf den Sack. Ja, jetzt hätte er mich gehört, ne? Wir müssen auf 150 Meter nullen. Und dann warten wir kurz, dass er stehen bleibt. Damit das alles zu unsicher ist. Das war eigentlich ein guter Treffer. Weiß nicht, warum der noch läuft. Ist das auf jeden Fall rosa mittlere Menge? Okay. Also wir haben schon mal gut getroffen. Zwar nicht sehr gut, aber gut. Das ist doch schon mal was. Blutspur ist auch verfolgbar. Also kleine Mengen Blutspuren, die sind immer, also die verliere ich auch manchmal. Aber so, mittlere Menge geht. Große Menge siehst du schon von Weitem, wo das enden soll. Also das ist krass. Und die laufen ja auch dann nicht so weit. Das Paradoxon, ne? Große Blutspur. Und das Tier liegt eigentlich daneben. Also die Blutspur, die man gut verfolgen kann, die braucht man nicht lang zu verfolgen. Weiß nicht, traue ich mir immer nicht zu. Ja, guck mal, wie schnell die sind. Und dann hüpfen die auch noch. Das ist unmöglich. Also, da muss man schon geübt sein im Spiel. So vielleicht, ja. Aber gibt es ja auch noch einen extremen Bullet Drop und so. Also gefühlt sind die Kugeln ja extrem langsam. Traue ich mir nicht. Traue ich mir nicht. Drive-by in dem Spiel ungern, sehr ungern. Oder fast unmöglich. So. Rechter Lungenflügel. Ich wollte eigentlich ins Herz treffen. Was ist da wieder schiefgelaufen? Oh. Oh. Okay. Also 1 Zentimeter tiefer und es wäre ein Herztreffer gewesen. Da hat er aber Glück gehabt. Da hat er aber echt Glück gehabt. Screenshot wieder für YouTube, falls ihr euch die ganzen Screenshots von den abgeschossenen Tieren aus den Streams und den Videos nochmal anschauen wollt, dann ist der Link für meinen Discord-Kanal in der Videobeschreibung. Und in meinem Discord-Kanal gibt es einen Channel, der nennt sich Erlegtes, da poste nur ich was rein, da kommen die ganzen Tiere rein, die ganzen Screenshots. Und im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne eure Abschüsse präsentieren. Aus The Hunter, Way of the Hunter oder dem alten Hunter oder was auch immer. Da gibt es auch einen Channel, der nennt sich Geangeltes Community, da dürft ihr gerne eure Angelsimulator-Screenshots reinhauen. Ich wünsche euch viel Spaß, ich freue mich auf euch. Ach, ihr wisst, wie ich das meine. Ich muss ja immer hier alles doppelt machen. Ich muss streamen und dann nochmal auf YouTube hochladen. Aber ich mache es ja gerne. Ich will nicht sagen, dass die YouTube-Videos ein Abfallprodukt sind. Ich will auch nicht sagen, dass ich nur streame für die YouTube-Videos. Also ich mache beides sehr gern. Es ist halt ein schöner Prozess, der beide Portale füttert. Ich freue mich immer auf die Live-Interaktion mit euch. Und dann freue ich mich natürlich aber auch auf die Kommentare bei YouTube. So, du bist jung. Du bist erwachsen. Du bist jung. Du bist erwachsen und hast einen Stern. Aber dein Geweih ist größer als das da. So, 100 Meter.
Na, komm schon. Ja, sehr gut. Wollte gerade sagen. So, wieder. Dieser Gesichtsausdruck. Und dass er noch so zuckt. So, ja, wunderschöner. Wunderschöner Herztreffer. Top. Direkt hier durch die Hauptschlagader. 14,87. Oh, das war gut, dass wir den rausgenommen haben. Vielleicht sehen wir vorne auf der Lichtung da, auf der Freifläche. Noch eine Herde Weißwilde. Ich weiß ungefähr, wo eine sein könnte. Und da könnten wir vielleicht die Quest erledigen, dass wir da einen ins Herz treffen. Wir haben ja jetzt geübt. Wir können das. Schön ins Herz. Also ich schieße sehr gerne Hirsche. Na gut, auch andere Tiere von vorn. Also direkt, wenn die spitz stehen. Ne? Ach, das ist immer super. Da treffe ich immer so schön das Herz. Geht nicht immer nochmal durch die Rippe, durch die Lunge oder sowas, sondern direkt ins Herz. Ich nur jetzt auf 150 Meter und knall jetzt diesen Bock da raus. Na, 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 habe ich den nicht gut getroffen? Da liegt er, mein Bock. So. Oh, ich habe den schon mal getroffen. Ich habe den schon mal getroffen und zwar mit der, da habe ich mit der Sapphire drauf geschossen. Ah, okay. Das ist natürlich, den Schuss hat er ausgeschwitzt. Der zweite Schuss ging dann, ich habe viel zu weit vorgezielt. Also ich muss mir merken, direkt über ein Bein, noch ein Stück nach hinten, direkt über ein Bein. Viel zu weit vorgezielt, aber dafür linker Lungenflügel. Ging auch wieder raus. Ich hätte noch einen anderen treffen können. Schön. Ja, der dreht sich trotzdem nicht um. Ha. Weiß ich nicht, ob das in dem Spiel auch funktioniert. Anscheinend nicht. Also ich habe es nicht wirklich getroffen. Ich wollte eigentlich einen Halswirbel schießen. Aber es kann sein, dass wir eine Herzschlagader getroffen haben. Dass ich einmal durch den Hals geschossen habe. Kann ich euch jetzt nicht versprechen. Kleine Menge Rot. Ja. Brauche ich gar nicht hinterherlaufen. Zum Weibchen? Das ist ein Männchen. So. Schöner Treffer. Jungtier. Ja. Naja. Egal, ist ja nur Fasan. Auch ein Jungtier, 57,69. Ja, ich sollte aufhören, Jungtiere zu schießen. Egal. Na komm schon. Heb den Kopf. Ja, von der Seite möchte ich den da ungern. Und vorne wäre schon besser. Ja, komm schon, kipp um, kipp um, kipp um. Ja. Oh, das sah gut aus. Das sah gut aus. Eigenlob stinkt, aber das habe ich, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Das habe ich, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Ja. Ja. Schöner Herztreffer. Er hätte ein bisschen weiter runter sein können, aber war noch ein Herztreffer. War noch ein Herztreffer. Hätte ein bisschen runterziehen sollen. Noch ein bisschen. Naja, egal. 41,14. Musste auch raus. Aber er hat mir die Quest nicht erfüllt. Erlege einen Weißwildehirsch mit einem einzigen Schuss ins Herz.
die Quest nicht erfüllt. Warum nicht? Weiß das jemand? Weiß das jemand aus dem Chat vielleicht? Ich frage nochmal an YouTube. Also, falls jemand weiß, was ich falsch gemacht habe, warum die Quest jetzt nicht erfüllt wurde, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich kann es mir nicht erklären. Das war ein Weißwedelhirsch. Es war ein Männchen. Der war erwachsen. Nicht ausgewachsen. Es war kein Jungtier. Und ich hab einen Herztreffer gelandet. Also, der Treffer war tödlich. Verstehe ich nicht. Oder wollen die direkt einen Schuss und der liegt. Und der geht nicht nochmal 2 Meter und fällt dann erst um. Kann ich mir nicht erklären, warum ich jetzt die Quest nicht erfüllt habe. Oh, was war das? Ist das bei Buggy, mein Freund? Huh? Linker Lungenflügel. Okay. Doppellunge. Zu hoch geschossen, ne? Zu hoch und nicht weit genug nach hinten. Ah, das ist aber auch immer schwer, aus gewissen Positionen da immer zu vermuten, wo das Herz sein könnte und so. Schwierig. Aber ich mache das ja hier, um zu üben, ne? Aber es muss anscheinend ein Update gegeben haben, weil jetzt immer an den Tierlauten, an den Tierrufen immer dran steht, was weiß ich, 140 bis 160 Meter ungefähr. Das gab es vorher nicht. Vorher gab es 200 Meter, 150 und 100 Meter. Laden Sie bitte nach. Oh, ich habe nicht mehr viel Schuss auf der. Ach, da ist er. Okay, sehr gut. Rechter Lungenflügel, genau, sehr gut. 44,4. Musste raus. Hä? Habt ihr das gesehen? Das war strange. Das war jetzt echt strange. Das war komisch. Das sah echt komisch aus. Habe ich den jetzt getroffen oder nicht? Also gefühlt war er jetzt noch eben in der Gruppe drin, die da weggehoppelt ist. Tja, ich sehe aber auch kein Blut. Komisch. Ja, also vom Feedback her würde ich auch sagen, ich habe den nicht getroffen. Na, der war bulletproof auf jeden Fall. Keine Ahnung, was da passiert ist. Kann man in diesem Spiel eigentlich pfeifen? In Chaos of Light würde ich jetzt pfeifen. Dann würde er sich nochmal kurz umdrehen, würde gucken, woher das kommt und dann würde er erst danach würde er weglaufen. Und dem Moment, in diesem kurzen Moment, wo er sich nochmal umdreht und guckt, so. Da würde ich dann schießen. Aber so ist schwierig. So ist verdammt schwierig. Weiß ich nicht, Digga. Rechter Lungenflügel. Ja. Ja. Oh doch, in die Lunge habe ich getroffen. Ah, jetzt. Also, rechter Lungenflügel. Schön rein da. Noch ein bisschen weiter. Ja, ist immer schwierig. Schwierig. Bei jedem Tier anders, wo das Herz ist. 21,94. Ja, da musste raus. Top. So, und damit war es das auch schon wieder mit dieser Folge Way of the Hunter. Ich habe am Anfang des Videos gedacht, so ein bisschen, naja, neues Gebiet erkundet und nicht so viele Tiere unterwegs. Aber wir sind jetzt zurück zum Flussbett gegangen und haben da wieder ordentlich Herdenpflege betrieben. Das war ganz gut. Zum Schluss nochmal ein Wapiti geschossen. Zwar nur ein junges, aber auf jeden Fall ein Wapiti mit einem genetischen Potenzial. Der musste weg. 21, irgendwas Prozent. Der musste weg auf jeden Fall. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Schöne Woche, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.